Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die 8. Klasse der Grundschule. Unser Thema heute ist: Wo möchte ich wohnen? Gdje želim stanovati? Mein Name ist Gordana Barišić-Lazar und ich bin eure Deutschlehrerin heute. Für diese Stunde braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich Internet. Ein Handy, ein Tablet oder einen Computer. Folgende Symbole stehen für Lesen, Schreiben, Sprechen oder Ansehen und das ist ein Symbol für die Pause. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. A danas ćemo govoriti o stanovanju, razumjeti tekst i video sadržaj, koristiti prijedloge sa dativom, iznositi vlastita iskustva i sastaviti izvještaj. Pakrenimo. Was fällt dir zu diesen Fotos ein? Koje asocijacije vam padaju na pamet kad vidite ove fotografije? Zaustavite lekciju i opišite fotografije usmeno. Možda ste fotografije opisali ovako. Ich wohne in einer Großstadt. Ich wohne in einem Dorf. Ich wohne auf dem Land. Das ist ein Einfamilienhaus oder ein Einzelhaus. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Das ist ein Hochhaus. Wiederholen wir. Wo kann man überhaupt wohnen? Das heißt, in welchem Ort zum Beispiel? Man kann auf dem Land, in einem Dorf, in einer Großstadt, das heißt im Zentrum, am Stadtrand, in einem Vorort oder in einer Kleinstadt wohnen. In welchem Haustyp kann man wohnen? Man kann in einem Einzelhaus, in einem Doppelhaus, in einem Reihenhaus oder in einer Wohnung wohnen. Wenn man in einer Wohnung wohnt, dann kann man in einem Wohnblock, in einem Hochhaus oder in einem Wolkenkratzer wohnen. Schaut euch gut diese Ausdrücke an. Und jetzt lautet die Frage, welche zwei Wohntypen fehlen? Also beim Thema Wohnen, Ort, fehlt ein Ausdruck oder ein Wort. Und auch beim Thema Wohnen, Haustyp, fehlt ein Wort oder ein Ausdruck. Pausiert mal die Lektion und findet heraus, was fehlt. Also jeweils fehlen ein Wort oder ein Ausdruck. Habt ihr so geantwortet? Die Antwort ist, im ersten Abschnitt fehlt die Struktur der Ausdruck im Zentrum und im zweiten Abschnitt in einem Hochhaus. Ein Rätsel für euch. Welches Wort ist das? Es gibt viele Häuser. Das sind eigentlich Einfamilienhäuser, die mit weiteren gleichartig gestalteten Häusern eine geschlossene Reihung bilden. Das sind, ja, die Reihenhäuser. Es geht weiter. Was ist denn das? Es ist ein sehr hohes Haus mit vielen Wohnungen und Stockwerken. Das ist ein Hochhaus oder ein Wolkenkratzer. Und noch ein Rätsel für dich. Was ist das? Das ist ein Haus für nur eine Familie. Ein Einzelhaus oder ein Einfamilienhaus? Antwortet jetzt auf folgende Fragen mündlich. Die Sätze im Grünen helfen euch, die Antworten richtig zu formulieren. Pausiert die Lektion nach jeder Frage und wie gesagt, antwortet mündlich. Und hier sind die Fragen. Wo wohnst du? Auf dem Land oder in der Stadt? Wenn du auf dem Land wohnst, wie heißt dein Dorf? Wie findest du dein Dorf?
Wenn du in der Stadt wohnst, wie heißt deine Stadt? Wie findest du deine Stadt? Wohnst du in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt? Wohnst du im Stadtzentrum, am Stadtrand oder im Vorort? Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Und hier sind weitere Fragen. Wenn du in einer Wohnung wohnst, wohnst du in einem Wohnblock oder in einem Hochhaus? Wenn du in einer Wohnung wohnst, in welchem Stock wohnst du? Wenn du in einem Haus wohnst, wohnst du in einem Einzelhaus, in einem Doppelhaus oder in einem Reihenhaus? Wie ist dein Haus oder deine Wohnung? Antworte mündlich. Pogledajte sada video prema poveznici bit.ly/in-der-wohnung. Patrick zeigt uns seine Wohnung, Räume, Möbel und Geräte. Patrick će nam pokazati svoj stan, prostorije, namještaj i uređaje. A tijekom gledanja video sadržaja odgovorite. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Was bedeutet der Eingangsbereich? Was macht Patrick, bevor er jedes Zimmer betritt? Što radi Patrick prije nego uđe u svaku sobu? Zaustavite lekciju, pogledajte video sadržaj i odgovorite pismeno na ova pitanja. Jeste li ovako odgovorili? Die Wohnung hat drei Zimmer. Der Eingangsbereich, das bedeutet ulazni prostor. Bevor Patrick jedes Zimmer betritt, macht er das Licht an. Dakle, pali svjetlo. Pogledajte video sadržaj još jednom i odgovorite na sljedeća pitanja. Odgovore zapišite. A ovo su pitanja. Was hat Patrick in seinem Bad? Schreibe bitte mindestens fünf Sachen auf. Was ist ein Flur? Was hat Patrick in seinem Schlafzimmer? Schreibe bitte mindestens vier Sachen auf. Was hat Patrick in seinem Wohnzimmer? Hier schreibst du fünf Sachen auf. Was hat Patrick in seinem Kinderzimmer? Hier bitte vier Sachen. Was gibt es in Patricks Küche? Schreib bitte sechs Sachen auf. Was gehört noch zu dieser Wohnung? Što još pripada tome stanu? Zaustavite lekciju, pogledajte video još jednom i zapišite odgovore. A sada zaustavite lekciju i pročitajte rješenja označena zelenom bojom. A riječi kojima nedostaju slova, nadopunite ih usmeno. Sjećate li se što znače? Da vidimo rješenja. Was hat Patrick in seinem Bad? Er hat eine. Was ist das? Richtig, Dusche. Eine Badewanne. Eine Toilette. Eine Toilettenbürste. Einen Abfallbehälter. Die Toilettenspülung, das Waschbecken, einen Spiegel, den Heizkörper, ein Regal, eine Tür und einen Wäschekorb. A to znači tuš, kadu, WC, četku za WC, posudu za smeće, vodokotlić, umivaonik, ogledalo, radijator, policu, vrata i košaru za prljavi veš. Was ist ein Flur? Das ist ein... Jeste li ovo odgonetnuli? Ja, ein Gang, ein Korridor. To znači hodnik, ulazni prostor. Was hat Patrick in seinem Schlafzimmer? Er hat ein Bett, eine Kommode,
zwei Nachttische, zwei Lampen, zwei Vorhänge und einen Kleiderschrank. A to znači krevet, komodu, dva noćna ormarića, dvije svjetiljke, bazen zwei Vorhänge, dvije zavjese und einen Kleiderschrank i ormar za odjeću. Was hat Patrick in seinem Wohnzimmer? Er hat ein Sofa, eine Kommode, eine Gitarre, eine Stehlampe, einen Fernseher, einen TV-Schrank, einen Esstisch, vier Stühle, einen Schreibtisch, einen Laptop, eine Lampe und ein Bücherregal. A to je trosjet, komoda, gitara, trosjet, komoda, gitara, svjetiljka, televizor, ormarić za televizor, stol za ručanje, četiri stolice, radni stol, laptop, svjetiljka i polica za knjige. Sada ovdje vidimo sve odgovore kako smo ih trebali napisati. Sada ponovno zaustavite lekciju i usmeno opišite prostor u kojem živite. Na primjer, ich habe eine Dusche, aber keine Badewanne. Ich habe eine Toilette, eine Toilettenbürste i tako dalje. Odgovorite na pitanja 1, 3 i 4. Zaustavite sada lekciju i pročitajte rješenja označena zelenom bojom, a riječi kojima nedostaju slova nadopunite usmeno. E, sjećate li se što znače? Da vidimo. Was hat Patrick in seinem Kinderzimmer? Er hat eine Spielecke, das Kinderbett, eine Garderobe, einen Sessel, eine Kommode und einen Wickeltisch. A to znači kutak za igru, dječji krevetić, garderobu ili mjesto za odlaganje odjeće, naslonjač, komodu i stol za preslačenje djeteta. Was gibt es in Patricks Küche? Da gibt es einen Herd, eine Dunstabzugshaube, eine Abstellkammer, einen Oberschrank, eine Kaffeemaschine, einen Backofen, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, ein Tiefkühlfach, eine Spülmaschine, eine Waschmaschine, einen Wasserkocher. A to znači štednjak, napa, smočnica, gornji ormarić, aparat za kavu, pečnica, mikrovalna pečnica, frižider. Škrinja za zamrzavanje. Stroj za pranje posuđa, stroj za pranje rublja i kuhalo za vodu. Was gehört noch zu dieser Wohnung? Što još pripada ovaj stan? Zu dieser Wohnung gehört noch ein Keller und eine Garage. Keller, to je podrum, und eine Garage je garaža. Sada ponovno vidimo odgovore kako smo ih trebali zapisati. Sada vi ponovno opišite prostor u kojem živite, zaustavite lekciju i ovdje odgovorite na sva pitanja. Na primjer, ich habe eine Spielecke, kein Kinderbett, ich habe eine Garderobe, keinen Sessel, eine Kommode und keinen Wickeltisch und so weiter. Es ist Zeit für digitale Übungen.
Vrijeme za digitalne zadatke. Link za prvi zadatak je bit.ly/gerate8. U tom zadatku spojite riječ na hrvatskom jeziku s riječju na njemačkom jeziku na temu Geräte, uređaji. Link na drugi zadatak je bit.ly/mobel8. Ovdje napravite isto kao i u prvom zadatku, ali tema je möbel, namještaj. Link na treći zadatak je bit.ly/plural8. U tom zadatku spojite imenicu u jednini i imenicu u množini. A sada tablicu koju vidite ovdje prepišite u svoje bilježnice, a riječi iz sva tri digitalna zadatka smjestite u odgovarajući stupac. Dakle, to su bile riječi kojima smo imenovali namještaj, uređaje i njihovu množinu. Ovo desno su samo primjeri. Na primjer, in meinem Haus, in meiner Wohnung gibt es einen Schrank, eine Dusche, ein Fenster, zwei Lampen. A sada poslušajte rečenice i pokažite na sliku. Neben dem Bett steht ein Nachttisch. Auf dem Nachttisch steht eine Lampe. Über dem Bett hängt ein Bild. Neben der Tür steht ein Schrank. Vor dem Fenster steht ein Schreibtisch. Auf dem Boden liegt ein Teppich. Dakle, što znači ovo neben dem Bett? Tako je, pored kreveta. Auf dem Nachttisch. Na noćnom ormariću. Über dem Bett. Iznad kreveta. Neben der Tür. Pored vrata. Vor dem Fenster. Ispred prozora. Auf dem Boden. Na podu. I zadnja rečenica. Der Teddybär liegt im Bett. Pokažite na sliku. Tako je. Im Bett znači u krevetu. Pogledajte sada sliku i odgovorite usmeno. Was ist neben dem Bett? Richtig. Die Tür. Was ist über dem Bett? Ja, ein Bild und ein Spiegel. Was ist vor dem Schrank? Ja, ein Teppich. Was ist auf dem Stuhl? Richtig, eine Katze. Und was ist im Schrank? To odgovorite sami. Zum Beispiel Bücher, Kleider, Spielzeuge, Knjige, odjeća ili igračke. Što vi mislite? Hört euch jetzt diesen Text an und antwortet auf zwei Fragen. Die erste Frage lautet: Wo wohnt die Familie Till? Und die zweite: Wie ist das möglich? Also hört euch jetzt den Text an. Hallo, ich bin Monika. Jeden Abend schließe ich die Tore
der Gärtnerei und dann haben mein Mann und ich das Gewächshaus ganz für uns allein, denn wir wohnen in einem Gewächshaus. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Unter solchen Glasdächern, das heißt, in solchen Häusern gedeihen normalerweise Tulpen, Obst oder Tropenpflanzen. Wir wohnen eigentlich in einem Steinhaus, im Gewächshaus. Das findet mein Mann Thomas sehr angenehm. Beim Regen kann man zum Beispiel trotzdem raus ins Grüne. Wir stehen gewöhnlich früh auf und frühstücken dann wie in einem botanischen Garten. Die Kunden und das Personal wissen, dass unsere Familie dort wohnt. Deswegen machen sie erst um 9 Uhr das Geschäft auf. Hier zu wohnen ist auch sehr kostengünstig, denn man spart sich den Arbeitsweg. Ach ja, wir wohnen auf sogar 120 Quadratmeter. Wie lauten also die Antworten? Wo wohnen die Tills? Richtig, in einem Gewächshaus. Auf Kroatisch Staklenik. Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil sie eigentlich in einem Steinhaus im Gewächshaus wohnen. Pausiert jetzt die Lektion, lest den ersten Teil des Textes noch einmal still. Die Vokabeln in der blauen Blase sind euch vielleicht unbekannt und hier findet ihr die Übersetzung. Hört euch jetzt den zweiten Teil des Textes an und antwortet. Warum ist das Haus von der Familie Till exotisch? Unser Haus ist wirklich exotisch. In unserem Wohnzimmer wachsen zum Beispiel der Wein und die Palme. Ich habe mich daran gewöhnt, täglich neben meinem Arbeitsplatz aufzuwachen. Wir führen ein offenes Haus, aber die Angestellten kommen nicht in unseren Privatbereich. Im Sommer jedoch steigen die Temperaturen unter dem Glas auf mehr als 40 Grad Celsius. Dann haben wir die Jalousien, die uns Schatten spenden. Die Jalousien sind dann den ganzen Tag geschlossen. Mein Mann und ich lachen immer. Er, als der Chef, hat seine Dusche nur wenige Meter vom Tresen entfernt. Die Nachbarn sind nicht so begeistert, dass wir in einem Gewächshaus wohnen. Aber darüber machen wir uns keine Gedanken. Wir lieben unser Haus im Grünen. Wie lautet die Antwort auf die Frage? Ihr Haus ist exotisch, weil in Ihrem Wohnzimmer zum Beispiel der Wein und die Palme wachsen. Antwortet jetzt auf diese Fragen über den Text und pausiert die Lektion. Hier sind die Fragen. Wo wohnen die Tills? Gdje stanuje obitelj Till? Was gedeiht sonst dort? Što inače tamo uspjeva? Wo wohnen sie eigentlich? Gdje zapravo stanuju? Warum findet das ihr Mann angenehm? Zašto to njen suprug smatra zgodnim? Wo frühstücken sie? Gdje doručkuju? Was wissen die Kunden und das Personal? Što znaju kupci i zaposlenici? Wann machen sie das Geschäft auf? Kad otvaraju trgovinu? Was ist kostengünstig? Što je povoljno? Wie groß ist das Haus? Und hier sind die Antworten. Wie gesagt, sie wohnen in einem Gewächshaus. Dort gedeihen sonst Tulpen, Obst und Tropenpflanzen. Tulipani, voće i tropske biljke.
Sie wohnen eigentlich in einem Steinhaus. Ukamene Gucci. Das findet ihr Mann Thomas sehr angenehm, weil sie beim Regen trotzdem ins Grüne raus können. Kadja Kische schuweg mogu izaci u zelenilo. Sie frühstücken in einem, fast in einem botanischen Garten, gotovo da doručkuju u botaničkom vrtu. Die Kunden und das Personal wissen, dass ihre Familie dort wohnt. Dakle, kupci i zaposlenici znaju da tamo živi obitelj Till. Sie machen das Geschäft erst um 9 Uhr auf. Tek u 9 otvaraju trgovinu. Es ist sehr kostengünstig hier zu wohnen, denn man spart sich den Arbeitsweg. Dakle, ne moraju putovati na posao. Ihr Haus ist 120 Quadratmeter groß. Und hier sind weitere Fragen. Was wächst in Ihrem Wohnzimmer? Woran hat sich Monika schon gewöhnt? Wohin kommen die Angestellten nicht? Wie sind die Temperaturen im Sommer? Was haben Sie dann und warum? Wo ist die Dusche vom Chef? Worüber machen sich die Tills keine Gedanken? Warum? Pausiert die Lektion und antwortet. Und hier sind die Antworten. In ihrem Wohnzimmer wachsen der Wein und die Palme. Vino i palma rastu im dnevnom boravku. Monika hat sich daran gewöhnt, dass sie jeden Tag neben ihrem Arbeitsplatz aufwachen kann. Monika se navikla na to da svaki dan se može probuditi pored svog radnog mjesta. Die Angestellten kommen nicht in ihren Privatbereich. Zaposlenici ne ulaze u njihov privatan prostor. Und die Temperaturen im Sommer, sie sind manchmal höher als 40 Grad Celsius, weil sie unter einem Glas oder unter dem Glas wohnen. Temperature ponekad dosegnu ljeti i preko 40 stupnjeva, jer na posljedku obitelj Till živi ispod stakla. Aber sie haben Jalousien, die ihnen Schatten spenden. Imaju žaluzine rolete koje im daju sjenu, odnosno omogućuju da mogu da se mogu braniti od sunca, sakriti od sunca. Stvaraju im sjenu. Die Dusche vom Chef ist nur wenige Meter vom Tresen entfernt. Dakle, tuš šefa nalazi se svega nekoliko metara udaljen od tezge. Worüber machen sich die Tills keine Gedanken? Dass sie in einem Gewächshaus wohnen. Oni se uopće ne zabrinjavaju, uopće ih ne muči to što žive, zapravo u stakleniku. Und warum? Sie lieben ihr Haus im Grünen. Vole svoju kuću u zelenom. Jeste li ovako odgovorili vi? Schaut euch jetzt das Video über das Haus von der Familie Till an unter dem Link bit.ly/glashaus und antwortet. Bedienen die Tills die Gäste auch, bevor sie den Laden geöffnet haben? Poslužuje li obitelj Till svoje kupce i prije otvaranja trgovine? Pausiert die Lektion. Und die Antwort ist ja. Wenn der Kunde schon da ist, wird er oder sie bedient. Dakle, ako je kupac i prije otvaranja trgovine tamo, njega se posluži. Es ist Zeit für eine digitale Übung. Der Link ist bit.ly/daran4. Hier müsst ihr den Lückentext ergänzen. Viel Spaß wünsche ich euch. Antwortet jetzt schriftlich auf diese Fragen. Odgovorite sada pismeno na ova pitanja. Möchtest du gerne in einem Gewächshaus wohnen? Warum ja oder nein? Biste li rado živjeli u stakleniku?
Zašto da, zašto ne? Wie wichtig ist dir die Natur? Erkläre. Koliko ti je važno priroda? Objasni. Wie muss dein Traumhaus denn aussehen? Kako bi trebala izgledati tvoja kuća i snova? Wie groß ist es dann? Welche Zimmer möchtest du dann haben? Koliko je onda velika? Koliko bi htio ili htjela imati soba ili prostorija? Beschreibe dein Haus oder deine Wohnung, wo du jetzt wohnst, ins Detail. Opišite na kraju detaljno svoju kuću ili stan u kojoj stanujete i koristite sve izraze koje smo ponovili ili učili u ovoj lekciji. Ein zusätzliches Video für euch unter dem Link bit.ly/so wohnen die Deutschen. Schaut euch das Video an und notiert alles, was typisch deutsch zum Thema Wohnen ist. Pausiert die Lektion. Mogli ste zapisati, zum Beispiel, dass 5 Millionen Deutschen in einer WG leben. Das kann ich schon. A sada sami odlučite koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Wohnen. Možete li opisati gdje živite? Geräte. Nabrojati 5 uređaja u kući. Möbel. 5 namještaja. Video. Prisjetiti se 5 riječi ili rečenica iz videa. Nasmijani smješko. Znači da to možete odlično. Smješko kojim su usta ravna crta znači da to možete dobro. I smješko kojim valovitu crtu znači da morate još malo vježbati. Das war alles für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.